Wie greift der Kamera zu? Das ist WLAN, das ist ein IP-Stream. Okay. Kannst du mit dem Computer machen, das ist cool. Ja, aber also das ist eine IP-Kamera da unten. Ja. Und ist die beim Modell dabei oder extra? Ah, die ist dabei. Das ganze Ding kostet 100 Euro, das ist Spielzeug. Anders Ding, das war ja schon eine Formel. Raus die Aussage am Fenster zu fahren, wieder einer? Na? Jetzt habe ich mein Video gekürzt. Ich habe heute den ganzen Tag gewartet, dass wir viel Leute oben sind, dass ich die Armen aus der Luft filmen kann, damit ich einen Gag habe für YouTube fürs nächste Jahr. Aber es war nie wieder da. Jetzt waren Leute da. Ja, und ich habe sogar dich gefilmt, während du gefilmt hast. Ja. Inception, oder? Filmception, ja. Manni, erklär mal ganz kurz für meine Zuschauer, ja, weil ich habe einen eigenen Blog. Was ist der Raspberry Pi und was kann man damit machen? Und sag's bitte in laut, sodass man dich auch hört. Die Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer. Das heißt, da ist alles drauf, was man braucht. Da ist Arbeitsspeicher drauf, da ist eine CPU drauf. Das kann man anstecken mit einem normalen Handynetz und man hat einen fast vollwertigen PC. Das heißt, man kann alles damit machen und gar nichts. Man muss sehr viel basteln damit, dass die Projekte, die man sich vornimmt, relativ gut funktionieren. Wir haben da eine kleine Auswahl präsentiert oder ausgestellt, wo man zum Beispiel mit NFC oder RFID bestimmte Videos starten kann. Das müsste jetzt gleich passieren. Yay. Was auch gerade passiert, ja. Ja. Zusätzlich auf der anderen Seite, da haben wir ein Hygrometer gebastelt, wo man Luftfeuchte und Temperatur ablesen kann. Und einen nicht intelligenten Stromzähler haben wir mit der Raspberry Pi intelligent gemacht. Das Ding da? Genau, wo wir mit optisch resistentem Widerstand oder eigentlich einem Infrarotsensor den Durchgang der roten Scheibe am Stromzähler messen und dann durch mit der Zeit zurückrechnen, was der aktuelle Verbrauch ist. Also das sind alles so Bastelprojekte, die Sie mit einer Raspberry Pi sehr einfach lösen lassen, wenn man genügend Zeit und Motivation hat. Ja. Kannst du das nochmal sagen? Wenn man genügend Zeit und Motivation hat, dann lassen sich all diese Projekte sehr leicht mit der Raspberry Pi realisieren. Es gibt auch genügend Informationen im Internet. Und ja. Ja, für weitere Sachen und Nebenwirkungen verweise ich an Martin Strohmeier und Manfred Wallner. Genau. Und also für weitere Informationen Manfred Wallner und Martin Strohmeier. Hier könnt ihr euch das anschauen. Dankeschön. So.